Today, I'm going to be watching more Jan Boomerman. This one is called Varoufakis and the Fake Finger, hashtag Varoufake. Now, these hashtag fake videos, there was a couple recommended to me. One was Varoufake, which I'm going to look at today. One was Virafake. So I think I'm going to react to Virafake next week. I'll just do both of them. Tell me what you think about both of them. Tell me what you think about Virafake. Of course, it's from Neil Magazine Royale with Jan Boomerman. Really enjoying his work over the last couple of videos and looking forward to seeing this. I never knew who Varoufakis was. I googled him, did a little bit of research. It looks like he's the ex-minister of finance for Greece. So Varoufakis and the Fake Finger, no idea what to expect, but it sounds interesting. Let's watch. Lieber Günther Jauch, liebe ARD, liebe Bildredaktion, einmal bitte tief durchatmen. Vielleicht nehmen Sie sich meinen Stuhl, setzen sich hin. Sie müssen jetzt ganz, ganz stark sein. Lustige Sprüche klopfen, investigative Fragen fragen, der nette Kerl von nebenan sein, die Massen begeistern. Jeden Tag bleiben Moderatoren dabei auf der Strecke. Wir haben uns gefragt, wie können wir diesen Menschen helfen? Die Neo-Magazin Fernsehnothilfe. Wir vom Neo Magazin sind zwar eine kleine Sendung, aber wir helfen gern. Auch großen Sendungen. 5,2 Millionen Zuschauer haben am Sonntag in der ARD die große Volkstalkshow von Günther Jauch gesehen. 18,4% Marktanteil. Zu Gast war unter anderem der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis. Und ein großer Skandal. Ein YouTube-Video von einem Kongress in Kroatien im Jahr 2013, in dem Yannis Varoufakis, wenn ich das richtig verstanden habe, uns Deutschen den Stinkefinger gezeigt hat. Umso mehr sind die Deutschen zuweilen irritiert, in welcher Art gerade sie auch gegenüber unserem Land aufgetreten sind. Varoufakis will den Griechen neues Selbstvertrauen geben. Greece should simply announce that it is defaulting. Und steht für klare Botschaften, besonders an Deutschland. And stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself. Schockierend. Besonders schockiert ist aber Yannis Varoufakis, weil er sich einfach irgendwie nicht daran erinnern kann, auf der Konferenz den Stinkefinger gezeigt zu haben. Lassen Sie mich etwas ganz Einfaches sagen. Dieses Video ist falsch. Das ist so montiert worden. Ich habe so etwas nie gemacht. Ich schäme mich dafür, dass man mir das zutraut. Das Foto ist von der Konferenz, sehr wohl, aber der Finger ist rein montiert worden. Das sage ich Ihnen ohne jeden Zweifel fest zu und nehmen Sie es einfach hin. Das hat es nicht gegeben. Aber ich habe das doch. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz den Ausschnitt sehen, in dem Yannis Varoufakis uns den Stinkefinger zeigt? Ganz kurz eben zum Testen. Within the Euro in January 2010 and stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself. Right? Wo ist denn da jetzt der Finger gewesen? Yeah. Da war ja gar kein Stinkefinger drin, meine Damen und Herren. Ist der Finger also wirklich fake? Aber wer fake denn sowas? Das kann doch nur eine. Also es kann aller, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das eventuell eine kleine gebührenfinanzierte Loser-Show war. Really? This is why I like Jan Boomerman, just the way he presents things as well. His sarcasm. So, is he saying that his show created the, I guess this is the Varoufake, they created that fake video? When I first seen that video, it definitely looks like he gives the finger to the camera, to Germany, as it mentioned. When you see the other one, there's no finger. Interesting. Und so haben wir es gemacht. Okay, ja, wir haben ja Anfang Februar diesen Wie vor Varoufakis Song vorbereitet und da brauchten wir noch Originalmaterial vom echten Varoufakis und das gab es damals noch nicht so und da mussten wir halt was suchen. Was war das? Ein Kongress in Kroatien, aus Zagreb 2013. Und da gab es tatsächlich so ein paar Passagen drin, die für unser Video ganz interessant waren. If now the Euro goes, we're going to have a massive depression in Germany. And stagflation in the rest of Europe. Aber ich meine, wie kriegt man nun einen Draht nach Kroatien? Das ist nicht leicht. Nicht leicht.
Srećom Tečo govorim hrvatski jer sam rođena iz Hrvatske, imam jednu prijateljicu iz Zagreba koja je radila za Super Z festival 2013. I da, pozdravimo vas, Bog Nina, Bog Dina. Bog Nina! He's like really enjoying this. This is why I like it also. He enjoys his work. He enjoys making this type of content. But you've got to, for them to actually create this and for it to be successfully used on that previous show, you've got to give huge credit, not just to Jan, but his whole team behind this. You can call it a prank, I guess. They've obviously put a lot of work into it. A lot of thought, and it's actually been successful. That's quite impressive. Emačka Bokneo Magazine Royal. Pozdravljam Guntera Jauha I Janisa Varoufakisa I žao mi je. Das war Kroatisch. And stick the finger to Germany and say, well. Es gibt eine Stelle in dem in diesem Vortrag, wo er sagt, stick the finger to Germany. Das ist völlig unverfänglicher Kontext, indirekte Rede. Also er sagt nicht wirklich, dass er den Deutschen Stinkefinger zeigen möchte, aber wir dachten, wäre doch eine gute Idee, wenn er auf Stick the Finger to Germany auch den Finger zeigt. It's like the perfect sentence to do that with. Well, can I make a very simple point? That video was doctored. It appears to be real. The audio looked clean. That the actual gesture was smooth. The shadows remained in place where they. There it is. It looks very real. Even the creative director from Build was confused and taken in by it. That shows the quality of this. What it also goes back to, what I looked at with Deanne Stout and their videos about misinformation, propaganda, it shows you how easily people can be taken in with fake news. We can call it fake news. Also going back to the Donald Trump videos. This is a deep fake. This is like, this was 2015. This is before deep fake technology. The last couple of years that was, they deep faked before it was popular. They would be, I would assume it would be impossible if you were not, if the whole take wasn't done in a studio. In a studio. Hoffe Varoufakis, Szene 15, Take 12. Okay. Wow, they really went to a lot of effort. Also hier kann man zum Beispiel sehen, die können die Hand einfach frei platzieren, um zu sehen, wo genau sie dran passt, ob der Arm noch länger sein muss oder kürzer. Mhm. Weil wenn wir es einfach da hinsetzen, offensichtlich der Arm viel zu lang ist. Da arbeitet man natürlich viel mit Tricks, sodass einfach das realistisch aussieht, indem man Motion Blur drauflegt. So funktioniert das natürlich viel besser. Und die haben uns natürlich viel Mühe gegeben, einfach das realistisch wirken zu lassen, indem wir einfach die Schatten auch wirklich angepasst haben auf Details, dass man nicht sofort erkennen kann, da ist was gemacht worden. It appears to be real. I mean, you see so many pranks on TV, on YouTube. They look completely amateur compared to this. This is like the Champions League level of pranks. Hier gibt's Internet-Experten, ne? Ist Internet-Experte eigentlich ein Ausbildungsberuf der IHK? Oder lernt man das im Internet? That video was doctored. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in dieser Sendung ein getürktes Bild gezeigt wird. Ist vor diesem verdammten Internet heutzutage gar nichts mehr sicher? Nicht mal mehr Günther Jauch und die Bildzeitung? Also wenn es bei Günther Jauch läuft, dann muss es doch eigentlich stimmen. Hab ich bis jetzt auch immer gedacht. Das ist unser Material, das Originalmaterial. Das ist das Original. Und das ist das, was du gemacht hast. Richtig. Das ist brilliant. Also man sieht überall noch so ein paar kleine Fehler, aber insgesamt bin ich schon ziemlich zufrieden. Da ist der Unterschied, genau, da ist wieder gleich. Ja, genau. Es ist ein kurzer Moment nur, den wir ersetzen mussten. Müssen Sie entscheiden, welches ist das Original? Ist das das Original? Ist das das Original? Wir haben sogar, glaube ich, eine Zwischenversion gemacht mit dem Zeigefinger. And stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself. Kada se takav video jednom pojavi u internetu, ko onda još može dokazati porijeklo dotičnog videa? Dass jemand vom Subversive Festival bei so einer subversiven Aktion mitmacht, hätte man nicht ahnen können. Nach unseren Informationen ist das passiert bei einer Konferenz in Zagreb im Jahr 2013. Haben Sie gewusst, dass Subversive subversiv heißt? Ich nicht?
Ich würde gerne an dieser Stelle ganz kurz mal eben Günther Jauch imitieren. Mensch, dieser Jauch, der ist aber immer wirklich seiner Zeit voraus. Der ist wirklich immer... Kaum ist was im Netz, 3 Wochen später ist es bei Jauch. Also ich finde, Günther Jauch und der Norddeutsche Rundfunk sollten freiwillig die Eurozone verlassen. Günther Jauch fährt in einem Jahr so viel Cash ein wie das Finanzamt von Athen. Der ist natürlich, finanziell ist er sehr nah an den Griechen dran. Also, ich würde sogar sagen, er verdient mehr als die ganz Griechenland. And stick the finger to Germany. Das trifft aber wirklich einen Nerv, ne? So sind wir Deutschen halt. In einem Jahrhundert zweimal Europa verwüstet, aber wenn man uns den Stinkefinger zeigt, dann flippen wir aus. Wow. Devastating Europe 2 times within a century, but going nuts when somebody is giving us the finger. Jan Böhmermann has this way of having these very concise sentences that are just so impactful. I said it on the previous video, it's like a gut punch, man. They're so so impactful, so strong. The rating just on that one sentence is really impressive. Tell me if you think that's true. Dann kennen wir keine sachliche Diskussion mehr. Wenn es ein Grieche den Stinkefinger zeigt, dann flippen wir aus. Denn wir sind Deutsche. Liebe Redaktion von Günther Jauch, Yannis Varoufakis hat Unrecht. Ihr habt das Video nicht gefälscht. Ihr habt einfach nur das Video aus dem Zusammenhang gerissen und einen griechischen Politiker am Stinkefinger durchs Studio gezogen, damit sich Mutti und Fadi abends nach dem Tatort nochmal schön aufregen können. Der Ausländer, raus aus Europa mit dem! Er ist arm und nimmt uns Deutschen das Geld weg. Das gibt's ja wohl gar nicht. Wir sind hier die Chefs. So. Das habt ihr gemacht. Und der Rest ist von uns. Yeah, tell me, what was the response to this video? Was it just shown on that television show? Did it make all the media outlets, newspapers and so on? What was the response of the German people? Is what he's saying true? Were people angered, upset about it? I can imagine people would be. If they never knew it was a fake, people would probably be rightly be upset that a man in a position of power in a foreign government just gave the finger to them. Guess it's disrespectful, but the fact this was all just created by them, it's actually unbelievable. I love it. Very good. Sorry, Mr. Varoufakis. We won't do it again. Wir haben mehrere Stellen ausprobiert, aber diese ist einfach die beste. That video is ich hänge seit Sonntag am Smartphone, ob irgendeiner mal anruft und mal einer fragt, ob wir dahinter stecken. Hat einer angerufen? Es hat keiner angerufen. Hätte man rausfinden können, dass das Video ein Fake ist? Ja, hätte man, wenn hier mal einer angerufen hätte. Hat aber keiner angerufen. Vielen Dank, Günther Jauch. Una palla su questi Zagreb. Within the Euro in January 2010, and stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself. Right? That's genius. That is absolutely genius. Great work from Jan Böhmermann. Great work from his team on Neo Magazine Royale. They did that to perfection. They fooled everybody. I've never seen anything like that before, where one television show has did something like that that is really taking in other media outlets and, by the sounds of it, a full country. That is great. Can't wait to watch Vera Fake next. Tell me what you think about this one and recommend some more from Jan and German satire. Thanks.